Ja, es stimmt. Das sind Argumente, wo man kann nicht über einen Stammtisch reden. Ich war auch nie dabei eigentlich. Aber ich möchte nur sagen, dass hier muss man schon auch ein wenig Diskretion behalten. Man muss auch eben die gesetzlichen Vorschriften auch einhalten. Und das ist oft so, dass man auch nicht zu viel sagen kann, weil man weiß nicht, was eben das mit sich bringt, was eben dann die Ausschreibung selber anbelangt. Aber ich weiß und kann bestätigen, dass man alles tut, was es möglich ist, um eben diesen Faden weiterzubringen und auch die gesetzlichen Bestimmungen, sei es auf europäischer, staatlicher wie auch provinzialer Ebene, die durch unsere Autonomie gegeben sind, einzuhalten. Ich kann mir nicht vorstellen, was ich mehr dazu sagen könnte, was ich nicht bereits eben gesagt hätte. Danke, Herr Präsident. Also ich muss einfach sagen, Herr Landesrat, Sie sind süß, wie Sie antworten, das ist irgendwo genial, denn Sie reden fast 10 Minuten, ohne wirklich auf die Materie einzugehen. Meinen es sicher nicht böse, aber ich ersuche Sie, lesen Sie sich ab und zu einmal ein Protokoll durch, lesen Sie sich durch, was Sie hier gesagt haben. Das ist herrlich. Ich meine das nicht böse. Und ich glaube, Sie haben auch nicht verstanden, das ist keine Anklage gegen Sie. Dieser Antrag war nicht so gemeint. Wir befinden uns hier, glaube ich, alle auf derselben Seite.